ich erleichtere sie dir um 7 Punkte. Also ich kann jederzeit aufhören, wenn ich möchte, aber ich habe auch nichts dagegen, jetzt irgendwie 2 Dukaten gegen immer zu verlieren. Ich glaube, ich habe nur so lange gebraucht. Passt. Ah, von mir ist auch 5 Silber. Ja, die Eitelkeit behindert dich nicht mehr, dein Nachteil. Den hatte ich dir ja reingewirkt. Mhm. Du bist wieder komplett sauber. So sauber, wie man eben auch dann sein kann. Wäschst du dann mit deiner kleinen Bürste eben auch die Sachen dann aus dem Zeug. Ich kann jetzt auch eine Robe anlegen, also meine Konventsrobe wahrscheinlich. Ja, ja, alles klar. Du kennst das Spiel. 10 Minuten, 20 Minuten, wie lange brauchst du? 30. Und kehren wir zurück. Gut. In den Raum. Ja, ich glaube immer, du kannst Torgo schon in der Zeit die Hosen ausziehen. Hat er gar nicht vor, man muss erstmal ist vorsichtig. Zwerge kennt man nicht und man hat jetzt über 20 Spiele mit immer nur Kupfer gespielt und hat jetzt deswegen 2 Heller gewonnen. Gut. Und der Zwerg hat 2 Heller verloren in 20 Spielen. Jedes einzelne Spiel hat immer gewonnen. Ja, das habe ich mir von Anfang an gedacht. Er ist ein guter Spieler, Herr Zwerg, er ist ein guter Spieler. Du hast aber auch viel Glück mit den Karten, du. Ja, ich bin ja auch am 16. Fix geboren, ne? Das sind jetzt schon wieder. Ach, ist doch egal. Ey, Abelmir, ihr seht gut aus. Danke, danke. Ach, so muss man sich fühlen. Was machen wir jetzt? Ach, da war da was. Ach ja, der Überfall auf die Stadt, genau. Wir sollten erstmal was zu beißen? Was? Erstmal was zu beißen? Essen? Eine hervorragende Idee. Ich glaube, unten habe ich ein Restaurant gesehen. Lass uns gehen. Ja, das klingt gut. Und überfolgt dem hohen Herrn. Oh, ich schließe mich an. Ignar, wo bist du denn? Komm mit. Kommt irgendwann gestiefelt auf den Zwergenbein euch Ignar entgegen. Lass uns etwas essen. 2W20. Oh Gott. Sechs. Dann gibt es Koschamazungen in Bosparanya-Soße mit Kurkuma-Pfeffer und Menchalblüten. Ist natürlich alles angerichtet, wenn ihr euch dort unten hinsetzt, kommt dann nach etwa 2 Minuten, kommt dann direkt das Essen warm. Und in der Zeit, in diesen 2 Minuten, wird natürlich dann auch mit Getränken nicht gegeizt und könnt euch da dann durch weitere Tees oder auch Biere oder Weine schmecken. Ja, so ein gutes Pferdocker zum Frühstück, sagt der Ömer. Das hat mir gestern Abend gut geschmeckt. Wir haben jetzt 17, 18 Uhr. Ich frage den Sommelier nach, was man zu Koschamazungen trinkt. Was man dazu trinkt? Mhm. Nun, zu weißem Koschamal, das ist... Was ist denn Koschama? Koschama-Zungen sind Vogelzungen, die ausgekocht werden. Das wäre so wie so eine Suppe mit Vogelzungen. Also Vogel, in Anführungsstrichen, weißes Fleisch, weißer Wein. Auch wenn Zunge halt, naja, nicht weiß ist, aber naja, Hühnchen oder Vogel, dann kriegst du einen weißen Wein. Dann wird das ein schöner Eiswein aus Winsalt. Wie in der Heimat. Aber was machen wir denn jetzt, Langbeiner? Wir können das ja doch nicht auf uns sitzen lassen, diese komischen Orks da, oder was auch immer das war. Die sollten zuerst vielleicht Jarlan wiederfinden und Ragnar schwebt bestimmt auch in der Stadt hier rum und treibt sein Unheil. Jarlan, der Typ auf dem Pferd oder der andere? Ja, genau, der Herr Ritter. Dieser scheiß Gaul. Wo könnte er sich rumtreiben? Beim Rondra-Tempel? Wenn die sich morgen so ewig lange Zeit nehmen, kann ich bis dahin schon wieder bei denen sein? Abelmir, ihr seid doch so gebildet. Was fressen eigentlich Pferde gerne? Heu? Heu? Gerne? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Nie ein Pferd geritten, ehrlich gesagt. Na gut. Also von meiner Seite aus, das wäre okay, aber wie gesagt, es ist nicht morgen, es ist 17, 18 Uhr, ihr habt euch mitten am Tage, also um 11, um 12 war dieser, ihr seid um 11 angekommen, dann irgendwann kurze Zeit später, sagen wir um 12 war der Überfall, dementsprechend ist es jetzt 17, 18 Uhr nach den 6 Stunden Schlaf. Das ist das Abendessen. Also haben wir noch bis zum Morgen Zeit, oder? Normalerweise bei so einem Hotel, oder? Ja klar, also wenn du möchtest, du kannst das jetzt für 24 Stunden nutzen. Du wirst da jetzt nicht rausgeschmissen. Sehr schön. Morgen um 12 musst du raus.
So, und Yalan kann natürlich, weil er weiß, dann nach 6 Stunden Schlaf den vollen Humpen verlassen, dann muss er natürlich nur eingelassen werden. Ob er eingelassen wird, ist natürlich eine ganz andere Frage. Und Ragnar könnte dann auch erwachen, nur eben auf der anderen Seite der Stadtmauer. Kann ich den Weg darüber, kann ich da quasi auch wieder zurückkommen? Du kannst durch den Schmuckertunnel zurück. Allerdings ohne deine Esel. Ja, also wenn ich dran wäre, würde ich mal ganz kurz mit der Wirtin oder dem Wirt reden. Ja. Guter Mann, gute Frau. Ich weiß nicht, wer von den beiden, vielleicht ist es ja auch ein Familienbetrieb da, dass die Herberge zur Travia ist. Guter Mann, könnt ihr vielleicht für einige Tage auf meine beiden Esel aufpassen? Ich wäre auch geneigt, euch dafür zu entlohnen. Ja, sicher. Also wir haben Wasser hinten und wir können die angeleint lassen. Wir können die auf die Wiese bei den Krähensteinen stellen, wenn ihr das wollt. Aber naja, wenn die Hexen das wegholen, ich gehe da nicht rein. Lieber nicht. Okay, ich kann den alten Brote rausbringen, aber ja, ich sag mal so ein paar Kreuzer. Je nachdem, wie lange ihr bleibt. Aber klar, die Esel stören mich nicht. Wunderbar. Ja, ich gebe ihm 3 Heller. Alles klar, vielen Dank. Und dann würde ich rausgehen und zu den Diebesbanden meines Vertrauens gehen. Es gibt ja auch noch andere Banden, außer die 3 großen. Aber das sind dann wahrscheinlich eher so Typen, die sehr kleine, kleinkriminell sind. Ja, du warst ja früher auch eher ein Tagedieb und nicht wirklich groß im Geschäft. Hattest nichts mit Morden zu tun und ja, wenn du dich mordest oder die wirklich schlimmen Sachen machst, dann wirst du sowieso nicht wirklich anerkannt, aber ja, so kleine Taschendiebstähle von früher, die wirst du da finden. Das sind genauso Hänflinge wie du. Aber ich bin der Schlauste von denen. Zumindest rede ich mir das ein. Mittlerweile. Mittlerweile, natürlich. Ja, ich würde... Hey, Ragnar! Ja, moin, Alonso. Wie geht's? Ja, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ja, das stimmt, Mann. Ich hab gehört, du arbeitest mittlerweile für den aventurischen Boten. Ja, manchmal. Ich hab schon ganz gute Geschichten gebracht. Zum Beispiel dieses Hubs. Ach, du kannst gar nicht lesen, oder? Nee. Ja, da kann ich dir nur die Bilder zeigen. Du musst das zum Popo abwischen. Ja, manchmal schon, aber es ist ganz schön teuer dafür, muss ich sagen. Naja, die alten Sachen, die dann nicht mehr gelesen werden. Kannst dann gute Zeitung kriegst du nach unten am Ingrim-Tempel. Na, das kann sein. Musst aber durch Eschenrod durch. Aber das du, wenn du mal unterwegs bist, nimmst du die alten Dinger mit und dann. Ja, das stimmt, klar. Das ist zumindest die Tinte trocken. Was können wir für dich tun? Nun, also für mich tun könnt ihr gar nichts. Ich könnte euch eine gute Information verkaufen. Ihr wisst ja, dass die Tore gerade abgeschlossen sind und dass es da drin alles heillose Panik ist. Na, die Tore sind, glaube ich, wieder offen. Ah, schade. Die waren nur kurz zu, aber da war wohl wieder... Dachte, wir könnten da ein kleines Geschäft machen. Auf jeden Fall... wenn die Tore schon wieder offen sind, dann bringt das nichts. Heute war da auf jeden Fall ein ziemlich heulloses Durcheinander. Das hätte man bestimmt gut ausnutzen können. Aber ich kenne einen neuen Weg. Einen neuen Schmugglerweg. Ja, Mensch, wenn Interesse sag mal. Ja, klar. Ein paar Heller. Ja, hier. Komm mit. Ja, dann würde ich mit denen durch Meilersgrund tapern und denen den neuesten Schmuggelweg zeigen. Ja, den kennen wir doch, das ist doch der alte. Ach so. Ich dachte, der wäre geschlossen. Ja, schon 5-mal geschlossen, aber wir machen den wieder auf. Na, dann hast du hier deine Helle wieder. Ja, ich wollte gerade sagen. Dafür bezahle ich nicht. Ja, das wäre ja ehrenlos. 5 Minuten später bist du auf Tempelhöhe. Schade. Ja. Ragnar hat gedacht, er könnte hier ein paar große Clues leisten, aber. War wohl dann doch nicht so. Ah, Gareth hat sich verändert in der Zeit, wo du weg warst. Ja, alles viel schneller und hektischer geworden. Ja, früher war das besser. Früher war alles besser, vor allem als die Rüstungen noch in dieser Garetha-Platte rumgerannt sind. Früher, wir hatten ja nix. Ja. Ach, ich hätte übrigens mein Kettenhemd auch in meinem Zimmer da gelassen. Ist okay. Einfach, weil ich festgestellt habe, dass Taschendiebstahl doppelte BE gibt. Und ja, dann wandert Ragnar in seinem luftig leichten Hemd und seiner immer noch geschwächten Version von seiner selbst durch die Stadt und freut sich ein wenig darüber, obwohl er hätte wahrscheinlich auch etwas wärmere Kleidung an, es ist ja immer noch Winter, und freut sich daran, wieder in Gare zu sein
Würde allerdings einen, ja, mehr oder weniger großen Bogen um Schlossviertel machen. Mhm. Er ist ja damals geflohen, weil er einen Händler aus Schlossviertel beklaut hat und die Wachen hinter ihm her waren. Dass tatsächlich nie ein Kopfgeld auf ihn aufgestellt ist, weiß er allerdings nicht. Und deswegen würde er einfach mal ein bisschen durch die Stadt laufen und alte Bekannte begrüßen. Ja, sehr gut. Als Yala nach unten tritt, kann er sehen, dass Algepetto gerade total besoffen, hackdicht mit am Tisch sitzt, mehrere Krüge mit Wein, mit Bier vor ihm, alle leer und ein leerer Geldbeutel. Ich stelle mich mal zu ihm. Du da, du warst doch aus dem Travierhaus in Mannersgrund, ja? Ey! Hallo! Der Ritter! Die Ritter! Blick mal nach links, blick mal nach rechts. Nein, nur einer. Ja! Er schreit dich so ein bisschen an, obwohl du direkt neben ihm stehst. Ja! Lass gut sein. Ich bin Tusche. Hast du Ragnar gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich dachte, du hättest ihn gesehen. Lass gut sein. Hab ich. Wir sind über den Preyas-Tempel geflohen. Über den Preyas-Tempel? Ja. Naja, wir mussten weglaufen, weil er geklaut hat. Und dann ist er über die Häuser gelaufen. Über den Preyas-Tempel. Und dann den werde ich mir kaufen. Weißt du, wo er jetzt ist? Ja. Und wo? Er wollte wieder zur gütigen Travia. Kannst du mich da hinbringen? Ja. Gut, wenn du mich hinbringst, gebe ich dir ein Bierchen aus. Okay. Ich liebe Alkohol, musst du wissen. Nicht mehr. Er steht auf, stützt sich an dir ab, wischt sich seinen Ärmel, oder wischt sich einmal über den Mund und putzt das einmal über deinen, sowieso schon zerstörten Wappenrock, wo dann immer noch das, Siegel von Schnattermoor auch fehlt, wegen dem Purpur, wegen diesem, Blitz aus Schwefel. Wischt einmal drüber. Ja, musst wissen, ich mag Alkohol. Ich rümpfe ein wenig die Nase und buxi ihn dann so gut wie möglich vor mir her durch die Stadt. Ich bin Tusche. Ich nicht. Immer weitergehen. Wenn wir heute noch rankommen würden, wäre das von Vorteil. Ragnar, möchtest du zufällig auf Jarlan treffen? Von mir aus? Von mir aus. Ja, dann bist du gerade dabei, hattet euch ja irgendwie gleichzeitig aufgemacht nach den 6 Stunden, stehst dann gerade vor dem Schmugglerausgang und Tusche geht zum Schmugglereingang, wo ihr dann gemeinsam irgendwie euch da auskannt könntet. Er kennt die Eingänge und Ausgänge auch. Und da steht dann gerade Ragnar, unterhält sich gerade mit so ein paar zwielichtigen Gestalten. Das sind wohl auch irgendwelche, Rodrigo würde jetzt sagen, Bohnenstangen. Sind zumindest ziemlich bleich, haben nicht so viel Sonne gesehen und schiebt ihm gerade wohl so ein paar Kreuzer oder Heller irgendwie wieder zurück. Und, ja. Ragnar sieht so aus, als wäre der Anführer von diesen 5 Leuten. Zumindest gibt er sich so. Hey, Ragnar, ich bin Tusche. Tusche, was willst du denn hier? Oh, und du hast Yala mitgebracht. Ragnar, Yala sieht ein bisschen pisst aus. Yala? Irgendwas passiert? Wir müssen uns mal kurz unterhalten, ja? Natürlich. Gib Tusche einen Heller, hier, trink einen. Alonso, hier, macht, was ihr wollt. Wir sehen uns später. Ja, das machen wir sowieso. Ja, dachte ich mir. Ja, dann gehe ich mit Yala ein paar Schritte zur Seite. Wie klettert er sich so auf den Preyas-Tempel? Ganz gut, würde ich sagen. Warum? Auch nicht von deinem Diebesgut verloren. Von meinem Diebesgut? Ich glaube, du verstehst da was falsch. Ich glaube, der Tusche hat auch was falsch verstanden. Möchtest du meine Version der Geschichte hören? Die ist bestimmt gut, ruft Tusche rüber. Nein, tu mir den Gefallen und geh wenigstens zur Beichte, ja? Zur Beichte? Zur Beichte. Also meiner Meinung nach bin ich voll im Recht. Das wird der Herr Preyas dann schon entscheiden. Das sehe ich auch so. Ich wollte was anderes von dir. Ich würde währenddessen noch kurz so ein bisschen zu
beim Silberring schauen und nur mir andere Sachen denken und andere Götter im Geheimen andenken. Kannst du mich zu diesem Travia-Herberge wiederbringen? Travia-Herberge? Was machst du denn da? Ich schulde diesem Wunderhammer da noch ein Bierchen. Im Wunderhammer? Wer ist das überhaupt gewesen? Ach, der hat dich irgendwie auf der Straße aufgelesen, ne? Nein. Was ist dir da nochmal passiert? Da war so ein Kind. Und sie kannten jemanden, der nannte sich Dadek von Volterach. Keine Ahnung, wer das ist, aber scheinbar kannte er mich, denn sie haben einen Anschlag auf mich verübt. Mir irgendwas ins Gesicht gepustet. Gift oder so. Oder Zauberei. Wir werden das nachher noch mit unserem... Du warst schon, wen besprechen müssen, wenn ich ihn in die Finger kriege. Ja. Also ich denke, das sollst du dir ja angucken. Zadek von Volterach habe ich damals beim Einbruch selber nicht mitbekommen, ne? Das war nur der Bornländer, der ihn mitbekommen hat. Du hättest ihn mitbekommen können. Nein, du hattest damals nicht drauf geachtet. Genau. Weil ich auch nicht wusste, wer das ist, aber was ist, ne? Egal. Gut. Ja, dann nickt die zu und... Alles klar, ja, kann ich dich hinführen. Dann mal voran. Ja, währenddessen im Silander. Ihr habt gerade aufgegessen. Putzt euch noch einmal mit den Servietten den Mund ab oder lasst es bleiben, zumindest Abelmir da es tut. Ach, überlass es bleiben, das ist alles Zeitverschwendung. Abelmir, wie lassen wir uns jetzt ein paar hübsche Frauen hier nehmen? Das ist kein Bordell, Ömer. Das ist das Seelander. Wenn man hier höflich fragt, kriegt man bestimmt auch ein, zwei hübsche Frauen. Nein. Okay, was machen wir denn dann? Wir sollten uns erkundigen, was hier vor sich geht in dieser Stadt. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Meine Herren, die Nachspeise. Ich serviere karamellisiertes Orangenparfait. Ein breites Grinsen auf meinem Gesicht. Hervorragend. Was war gleich nochmal? Ach ja, wir wollten uns beratschauen, was wir machen. Aber erst war noch eine Kleinigkeit, dieses Orangendings, das sollten wir zuerst essen und dann erst uns beratschlagen. Wir können doch gleichzeitig reden und essen, oder? Und denken. Ach klar geht das. Du siehst schon vor deinem geistigen Auge, wie immer beim Essen wieder sprechen kann und wieder diese ganzen Partikelchen wieder über den kleinen Tisch fliegen. Nein. Erst und dann redet. Okay, hoher Herr. Und nein, nicht mit dieser Gabel, mit dem Löffel, mit diesem kleinen Löffel neben euch. Aber mit dem großen kann ich viel mehr draufnehmen auf einmal. Na, das gehört sich nicht. Igna schaufelt sich das alles mit dem Löffel rein. Die Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, alles mit dem Löffel. Ich schlage mir die Hand vor die Stirn. Oh mein Gott. Diese Löffel sind einfach praktisch. Warum nehmt ihr, warum wechselt ihr immer zwischendurch das Besteck? Das gehört sich so. Man, ja, ich benutze ja schon extra wegen euch Besteck. Bei uns zu Hause isst man alles mit den Händen. Wollt ihr etwas lernen von mir oder wollt ihr etwas nicht lernen, wie man sich benimmt? Sag mal, Torgosch, können wir die Messer einstecken? Nein! Das ist schlechtes Metall, aber... Nein! Ich glaube, die müssen hier bleiben. Ich glaube, die sind aus echtem Silber, oder? Ja, aber das kannst du keine vernünftige Waffe draus machen. Silber ist weich, aber... Bitte legt die Würfel wieder zurück. Oh, das machen die Großlinge also, wenn wir das Silber aus unseren Bergen holen. Und ich... Ömer, ich habe das gesehen mit dem Messer. Ja, mir überlegt das wieder hin. Kein Thema. Also was machen wir denn jetzt? Also ich kann dir sagen, ich finde in dieser komischen Riesenstadt hier gar nichts. Okay. Jetzt hier, wie finden wir denn die anderen? Ich kenne mich doch in der Stadt auch nicht großartig aus. Also ich kann mich in Städten gut zurechtfinden, aber diese Stadt ist ziemlich groß. Aber die anderen wissen doch, wo wir sind. Die werden uns hier finden. Vielleicht sollten wir die Zeit, die wir hier haben, sozusagen so gut nutzen, wie wir können, bis sie uns wiederfinden. Denn die wissen ja, wo wir sind. Also ich fand ja, diese Drachenmagie war schon ziemlich einfallslos. Nur so ein paar Illusionen oder diese Verschwindibus-Orks, das war doch gar kein richtiger Angriff. Ja, dann wird uns bestimmt dazu holen, wir werden uns hier finden. Dieses riesige Gesicht am Himmel ist schon sehr, sehr mächtig. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Wer war das überhaupt? Interessiert doch nicht. Ich meine, jetzt sind die wieder weg und jetzt sind die Brände werden gelöscht und war doch kein Angriff. Ich meine, wenn wir Angriffe führen mit Äxten, dann lassen wir keinen Stein mehr da, wo er war. Gerade wenn wir so einen Drachenhöhle eindringen, dann nehmen wir den alles weg. Richtig. Also, wer war das denn da am Himmel? Oder kennt ihr den auch nicht? Die auch nicht? Was weiß ich, was das für ein Vieh war? Galotta.
Es war der erste Hofmagus des neuen Reiches. Mann, seid ihr Trottel. Ihr benennt sogar Hofmagier und dann greift eure eigenen Hofmagier. Ich hatte keine Zeit, ihr Dopp. Ich sagte, er war der ehemalige Hofmagier. Nun ist er ein Heptarch, soweit ich weiß. Denn hier ist ein Heptarch. Sprich doch mal vernünftige Sätze, mein Junge. Echt, ey. Rede mal mit unserem Angoshim ordentlich. Ein Heptarch ist ein Herrscher der Schwarzen Lande. Bei uns seid ihr unter dem Berg? Bei uns unter dem Berg ist alles schwarz. Alles schwarz. Ich habe gehört, ein Heptarch ist jemand, der ein Stück aus der Krone von der Dämonenkrone von Borberat hat. Hat Jala mir erzählt. Oh, von dem Istveren schönen Namen gehört. Ist aber gar nicht gut, glaube ich, oder? Ist nicht überhaupt gut. Nicht. Und so einer wird bei euch Hofmagier. Aber nicht gut. Ich stelle bei euch Leute ein. Ich sollte diese Drachenmagie ablegen. Allesamt. Ja, das stimmt. Ihr könntet ja mit gutem Beispiel vorangehen, aber mir. Niemals. Ignor schlägt einmal mit seiner Faust auf den Tisch. Niemals. Wir sollten herausfinden, was in der Stadt vor sich geht, anstatt hier rumzusitzen. Aber hier sitzt man doch ganz gut. Aber wie wollt ihr das denn machen? Ich habe hier gar keine Ahnung. Ich habe schon dreimal auf dem Weg hier gefühlt verlaufen. Hier sieht doch alles gleich aus. Ja, dann wird uns hier finden. Der Großling wird uns führen. Wir sollten uns zuerst... Ich wink mal so einen Diener heran. Ja, mein Herr. Wo finde ich den Magistrat? Den Magistrat? Richtig. Den Verwalter, den Verwaltungsrat dieser Stadt. Das habt ihr doch, oder? Selbst hier im alten Neuen Reich. Das Rathaus, meinen Sie? Gewiss. Ich kann Ihnen eine Karte mitgeben. Die werden Sie vorne in der Eingangshalle bekommen. Wir können Ihnen sämtliche Wege einzeichnen, die Sie benötigen. Aber das Rathaus befindet sich hier über den Schlossplatz in Richtung Westen, in Richtung Osten gehend, auf der Hauptstraße bleibend, genau gegenüber der priesterkaiserlichen Noralexakral. Hervorragend. Die Praios Inquisition ist in der Stadt des Lichts, richtig? Die Inquisition. Ja. Nun, wir haben in der Stadt des Lichts sicherlich einige der Inquisitoren. Zudem gibt es einen Bannstrahlender Turm und auch den Praios Tempel der Gerechtigkeit. Und es kann sogar sein, dass wir oben, ganz im Norden der Stadt, an der Gareta Kriminalkammer, den einen oder anderen Inquisitor antreffen können. Sehr schön. Zeichnet mir doch einmal auch die beiden Magierakademien ein, wenn ihr freundlich seid. Selbstverständlich. Direkt gegenüber von uns liegt die Magierakademie Schwert und Stab. Und nun ja, etwas kleinere Akademie der magischen Rüstung befindet sich wirklich etwas versteckt. Sehr gut. Sehr schön. Nun, wir haben ein Ziel. Auf zur Magierakademie. Ah! Was ist das denn für ein Ziel? Doch schrecklich. Was wollt ihr denn mal noch mehr Magier? Seid ihr fertig? Ja, klar. Ich fahre doch von draußen. Irgendwann nimmt seine Armschiene, wischt sich damit aber den Mund, sagt, wir können los. Noch mehr Magier. Ich nehme das Zitronenwasser, was da so in der Schüssel neben mir steht, und wasche mir so die Hände und trockne dann am extra beigelegten Tuch die Hände ab und legst dann fein säuberlich gefaltet neben meinem Pillar und stehe auf und... Ach ja, die Rechnung. Die Rezeption. Ach da. Gut. Und gehe dann zur Rezeption. Ja, mein Herr. Das Schlimmste. Magister Morenis? Die Rechnung. Ich nehme das Zimmer noch bis morgen um 12 Uhr. Wie hoch sind die bisherigen Kosten, wenn ich fragen darf? Die Säuberung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Ich vermute, wir werden auf einen bisherigen Betrag von rund 25, 30 Dukaten kommen, aber Sie können auch morgen anschreiben, falls Sie und Ihre Gäste weiteres Unannehmlichkeiten dem Zimmer bereiten, dann könnte es sein, dass sich der Preis etwas erhöht. Also würde ich sagen, dass wir morgen über diesen Dukatenbereich sprechen. Gut. Wenn Sie allerdings jetzt schon bezahlen möchten, dann wäre eine Anzahlung möglich. Nein, das machen wir morgen. Ganz wie Sie wünschen.
Könnt ihr meine Robe reinigen lassen? Liegt oben auf dem Zimmer. Selbstverständlich. Flicken, nähen? Beides. Beides, selbstverständlich. Und passt auf die Stickereien auf. Ja. Mangeln? Bügeln? Bügeln reicht völlig aus. Jawohl. Sehr schön. Kommt, meine Freunde. Wir haben zu tun. Und immer läuft mit des Major Abel mir mit. Oh, ich schließe mich auch an. Und gehe dann einmal quer. Erst vertrete ich aus diesem Hotel raus und gucke mir erstmal um auf den Platz, wie es aussieht. Na, das muss sein. Das hier, da direkt quer rüber. Das muss, glaube ich, diese erste Akademie sein. Also, ob nochmal noch Chaos in der Stadt ist oder ob sich das ein bisschen gelegt hat. Ja, du kannst ja auch auf dem Zwölfgötterplatz so ein paar Brunnen. Es gibt ja auch ein paar Statuen. Einige sind auch abgebrochen durch das Chaos. Die Firun-Statue liegt zerstört auf dem Boden. Die Trümmer werden gerade von einem Reinigungsdienst beiseite gefegt. Ja, direkt vor dir die Magierakademie von Schwert und Stab, direkt am Zwölfgötterplatz. Zweistöckiges Gebäude. Gibt ja auch ein paar Stuckarbeiten in Weiß, ein verzierter Bau, schwere Steinreichentor. Das ist unverkennbar. Die Magierakademie Schwert und Stab. Dann stapfe ich da mal frohgemut und voller Elan auf dieses Tor zu, auf diese Akademie. Ja, 3 Schritt hohe Mauern, die das ganze Gebäude umgibt, und kannst dann eben drauf zutreten. Gibt natürlich auch Wachen, die hier einen militärischen Dienst versehen, auch so ein paar Zöglinge, sowas wie Eleven, die hier aber auch schon ziemlich durchtrainiert aussehen. Also du bist natürlich auch von einer Kampfakademie gekommen, aber das ist schon ein bisschen härter im Drill, auch wenn das immer nur Eleven sind, aber schauen dich an, mustern dich, nicken dir zu. Ja, Magister, wie können wir euch helfen? Abel mir Jamorinis. Ich wünsche eine Unterhaltung. Eine Unterhaltung. Nun, selbstverständlich, euch sei der Einlass gewährt. Euren Begleitern ebenso. Gewiss. Ich hafte für sie. Ah. Wir bleiben hier, Ignar, ne? Wir warten hier. Drachen, überall Drachen. Ja, habt keine Angst, sie tun euch nichts. Im Inneren befinden sich keine Drachen. Werter Angroschin. Überall Drachen. Wir ziehen es vor, hier zu bleiben. Wir stellen uns da vorne an den Brunnen und warten so lange. Oh, Brunnen. Wasser. Ömer? Ja, ich begleite euch, hoher Herr, natürlich. Falls ihr was habt, was ich tragen muss oder so, das übernehme ich dann. Gut, dann gehe ich hinein.